Der Pelle ist 88, Herr Bisi ist mal schnell weggehuscht, ja, um uns den Blick freizugeben. Diesmal mit Echtglasfenstern und Echtglasbeplankung. Und ja, Stefan Buhr hat zu mir gesagt, der ist ja mal schön ausgestattet. Da ist mal über ein Kreuz gemacht worden. Wie ist es denn mit der Zuladung beim 88 LB, wenn man überall ein Kreuz macht? Komme ich dann noch auf 2 Tonnen? Auf 2 Tonnen kommst du, glaube ich, nie bei dem Wagen. Aber du hast nachher, wenn du überall ein Kreuz machst, hab die Tage einen gehabt, da waren noch 700 Kilo übrig. Mit der Vorderachslast muss man ein bisschen schon aufpassen, dann wenn wir überall ein Kreuz gemacht haben. Aber das geht beim 88 LB auf 9 Meter, kriegen wir das noch irgendwie hin. Ja, es gibt einen großen Bruder, 90 LS, den ich hatte. Das ist zwar, der 88er hat 9 Meter und der andere hat 9,40 Meter. Die 40 Zentimeter machen fast 400 Kilo aus. Also das habe ich gemerkt. Und der 88er ist natürlich der meistverkaufte Grundriss, weil du auf 7,5 Tonnen wirklich einen richtigen Liner kriegst. Ja, du hast hier genau diese magische 9 Meter Grenze von der Wendigkeit her. Und du hast auch eine lange Bank innen drin, was eben die meisten Leute dann eben interessiert. Eine Bank? Sparkasse? Eine lange Sitzbank, genau. Eine lange Sitzbank. Das Besondere hier bei den Fahrzeugen ist hervorzuheben, sie sind gerade für Leute, die gerne reisen, die bessere Wahl gegenüber dem LKW, weil du ein sehr leises Fahrzeug hast. Also du machst den Motor an, je nachdem, was du natürlich für eine Dämmung gewählt hast hier in dem Auto, hörst du den Motor fast gar nicht. Du hast ein 8-Gang-Wandler-Kupplungsgetriebe, das gibt es im LKW gar nicht. Genau. Und der schaltet sich eigentlich wie ein PKW. Und diese Leisigkeit, Leute, die schon mal in so einem Eurocargo drin waren und dann anschließend da reingehen, den fährst du teilweise auch mit Gehörschutz, ja. Also ich fahre ja trotzdem gerne in Eurocargo, aber den Wagen hier mit Geräuschdämmung. Und wie du sagst, mit 8-Gang-Getriebe, im Wandlergetriebe, das ist wie einem PKW vorne, der Bereich von der Lautstärke. Sehr angenehm gemacht. Der Wagen hier ist jetzt mit einem tollen Fahrwerk auch noch ausgestattet. Die White Axle, das ist immer schön, wenn man hier zwei Fahrzeuge nebeneinander sehen. Der eine hat es nicht, der andere vorne hat es. Da siehst du deutlich, wie vorne das Rad nicht mehr im Radkasten versinkt. Und bei dem Wagen, bei dem 88 LB hier, der ist echt mal so ausgestattet, wie er auch oft bestellt wird. Du hast ja natürlich jetzt schon die Waschmaschine gefunden, ne? Die habe ich noch gar nicht gefunden, die hast du jetzt erzählt, aber da wird sie gerne eingebaut. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, du machst einen Gaskasten rein oder du baust sie genau hier ein. Das ist die ganz neue und das ist wirklich ein Quantensprung. Die ist wirklich so, die passt ganz genau rein, sie ist perfekt montiert und wenn man dann auch mal die Öffnung gefunden hat, dann sieht man, das ist ein Waschvollautomat und der funktioniert in der Praxis so gigantisch gut, der pumpt nicht ab, deswegen muss die Maschine ein bisschen höher sein. Damit sonst brauchen wir eben eine Hebeanlage dann, ja, und so können wir es eben rauslaufen lassen dann, ja. Ja, die macht, was sie soll. Sie muss wirklich massiv befestigt werden. Das ist ab Werk hier der Fall. Und das siehst du, weil sie vibriert nämlich richtig. Und hier siehst du auch, das Auto ist unglaublich umkämpft, weil es natürlich zu den meistverkauften Fahrzeugen überhaupt bei Morelo gehört. Ja, der 88 LB hat einen Grundriss, bei dem du sogar einen 40-Zoll-Fernseher unterbringen kannst. Ja, ist richtig. Durch die lange Bank vorne, also nicht Sparkasse, ne? Hast du natürlich einen riesengroßen Platz für auch einen größeren Fernseher unterzubringen. Die Echtglasbeplankung, was wiegt die ungefähr mehr? Rund 100 Kilo. 100 Kilo, das muss man sich überlegen, oder? Sieht aber sehr schick aus. Ja, ich würde mich ganz klar dafür entscheiden. Egal, wenn jemand sagt 100 Kilo, ja oder nein. Ich finde es megamäßig. Ja, ist jetzt zum Sonderpreis, kostet nur 1 Euro mehr. Nee, was zahlt man für die Echtglasbeplankung? Ja, das ist schon kein Schnäpperle. 8.000, oder? Ja, 7.000-8.000 Euro mit Echtglasfenster dann zusammen. Mhm. Dafür hast du aber im Innenraum, Glas ist ja schwerer als Kunststoff, eine viel bessere Schallisolierung. Das ist so wesentlich. Ja, zum einen das und zum anderen, wenn du mal an Sträuchern vorbeifährst, die Fläche hier steht am meisten ab dann vom Fahrzeug. Es kann dir schon auch mal Lackschaden auch mal ersparen, wenn du das Auto schön verkratzt. Der Wiederverkauf sucht gerade solche Fahrzeuge mit dieser Echtglasbeplankung. Ich sehe kaum Zuladungswerte hier auf der Messe. Hast du die oft erblickt bei den Techendaten? Das ist immer so eine Geschichte. Jedes Fahrzeug ist ja eine Einzelabnahme und wird gewogen. Anschließend steht dann im Fahrzeugbrief drin. Kann man das vorher sehen bei der Konfiguration, was er wiegt? Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Also bei jeder Konfiguration sehen wir direkt schon die errechneten Achslasten und können sofort schon bei der Konfiguration reagieren, sodass wir die Ausstattung eben auch anpassen, dass das Fahrzeug auch nachher so fahrtüchtig ist.
Ja, die Fahrgewichte sind 75 Kilogramm. Das entspricht einem Durchschnittsdeutschen, der wirklich dann auch hier in das Fahrzeug einsteigt. Und du siehst also hier, dass du diese Garage sogar komplett begehen kannst. Also du kannst ganz bequem deine Sachen ein- und ausladen. Der Kollege ist sicherlich sportlicher Natur, dass er hier drin ist, aber da kann jeder wirklich rein und raus. Ja, er ist jetzt zufällig Marathonläufer, aber man kommt auch so rein und raus, ja. Du kennst ihn. Ja. Das ist schon eine große Klappe. Die Klappe auf der anderen Seite ist genauso groß. Ist das mit Aufpreis versehen? Nee, ist Standard hier. Standard. So, wir schauen mal. Festpreisgarantie, was heißt das denn? Das bedeutet einfach, dass wenn man jetzt heute ein Fahrzeug hier kauft, dass man bedenkenlos das bestellen kann. Die Lieferzeit hier sind 9 Monate und das Fahrzeug wird zu dem Preis geliefert, wie es hier ausgezeichnet ist. Schöne Extras, zentrale Klappensteuerung, die würde ich auf jeden Fall mitbestellen. Ja, ist natürlich viel einfacher, als hier 20 Mal mit dem Schlüssel rundherum zu laufen und alles nochmal auf und zu sperren. Wir gucken mal aufs Preisschild. 88 RB Längsbetten mit drin. Du hast hier in dem Fall eine Standard-Sitzgruppe mit eingebaut. Festpreisgarantie. Jetzt, ich hoffe, dass der Preis gleich kommt. Hätten die nicht alles auf eine Sache machen können. Aber oh, wir haben auch Zeit. Weißt du, war mal nichts zu tun. Und nee, passt doch, ne? Da ist es. Also, das ist ja mal ein günstiger Preis, nur 428.000 Euro. Das ist doch für ein Palace fast geschenkt. Der Wagen ist natürlich jetzt wirklich mal voll gepackt mit allem. Das ist auch mal schön, dass man es zeigen kann, was man an Ausstattung alles reinmachen kann. Ich kann den Wagen hier auch für 50.000 Euro weniger ausstatten und habe vielleicht trotzdem einen schönen Urlaub. Also der hat rundherum Birdview-Kamera mit drin, der hat die große Markise mit drin, er hat die Leichtmetallfelgen mit drin, die White Axle mit drin, er hat wahrscheinlich Active Air mit drin, das werden wir gleich mal sehen. Das ist eine Spülmaschine, all das hat er mit drin, vielen, vielen Dank. Und hier siehst du schon die zentrale Klappensteuerung, eine Hubstützenanlage ist hier mit eingebaut. Du hast den Wohnraumteppich mit rein konfiguriert, wir können ja mal gerade schauen, was noch extra ist. Das ist die Küche, guck mal hier, gasloser Induktionskochfeld hier mit drin. Was fällt mir denn noch direkt auf? Ah, hier eine Fresh, wie nennt die sich? Fresh Light, ja. Fresh Light, Klimaanlage ist mit drin. Liegewiese. Wahrscheinlich 2 Klimaanlagen. Mal gucken, nee. Fernseher ist mit rein konfiguriert, die Liegewiese, die kostet auch nochmal 2.000 Euro mehr. Also wenn du alles so ein bisschen addierst, 88 RB, der 90, hat hier noch 2 Kleiderschränke mehr, gell? Genau, der hat dann S für Kleiderschrank und das ist dann der Zusatz, den der noch hat dann, ja. Das helle Holz. 30 cm etwa macht das aus dann, ja. Das helle Holz ist hier mit drin. Habt ihr ab und zu mal dunkles Holz? Ist ja auch trotzdem noch bestellt? Ja, fast die Hälfte immer noch. Also es wird Hälfte, Hälfte, hell und dunkel, ja. So ein bisschen hier mit drin und eine große Dusche ist hier mit eingebaut. Also diese Klimaanlage ist natürlich schon ein Hammer. Du hast das volle Fenster hier mit drin. Das ist ein kleines technisches Wunderwerk. Also du hast immer noch Licht mit drin und was? Keine Regendusche drin. Für 428. Es ist sprachlos gerade, der ja, Stefan. Haben die das Kreuz nicht gemacht? Ja, das muss man natürlich entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Ne? Aber zum Beispiel hier die Gelmatratze ist hier mit drin. Was weiß ich noch hier? Die Flächenvorhänge. Ja, genau. Das ist auch, also ich glaube, die kommen normal, so auch die anderen. Genau, und ein Midi-Hickey hinten drin, dass du auch vom Bett raus aufs Dach auch mal zur Not kommen kannst dann. Ja, ich mache mir da mal einen Max-Fan rein. Ich mache überhaupt keinen Hickey mehr. Das ist irgendwie. Aber man denkt da oft an sich und für den Wiederverkaufswert ist nicht so gut. Also Leute, die meisten wollen einen Hickey drin haben, oder? Ja, es geht meistens mindestens ein Midi-Hickey, dass man wirklich vom Bett aus mal aufs Dach müsste. Ja, ist mir auch schon passiert, dass mir die Markise mal weggeflogen ist, wo ich es jedem immer predige, wie man es macht. Aber da darf ich dich mal was fragen. Du machst so einen entspannten Eindruck da vorne auf dem Sitz drauf. Ja, ist das ein geiles Fahrzeug oder ist das was, wo du sagst, gefällt mir nicht so gut? Ist doch schon bequem eigentlich. Cool. Wenn nicht so meins, aber es ist echt, kann man sich dran gewöhnen. Was gefällt dir denn nicht so gut? Nee, allgemein, ich war nicht so der Wohnmobil-Typ, ne? Aber wenn man jetzt hier so sitzt, ist das... Ja, macht einen schlanken Fuß, oder? Hier in dem Sitz hier, ja. Mit allem drum und dran. Sag mal, du bist kein Wohnmobil-Typ, bist ja jetzt auf einer Wohnmobilmesse. Ja, weil mein Kollege ist Wohnmobilhändler aus Griechenland und der ist hier. You speak English, Deutsch? English I do, yes. English I do. And you are looking at these cars. Do you like them? Yes, of course. Morello is one of the greatest companies in big cars. Maybe I prefer them a little bit from Concorde because it has Italian design, so it's more like Mediterranean style, which we love in Greece. That's why. This is Bavarian style. This is yes, Skihütte. This is... Skihütte.
Ski Hut Sky. Ski Hut Sky. Yeah, if you are in the mountains and you go skiing, yes. This is the style of skiing, you know? Yes, I know. Okay. It's really nice. But what do you like most here in this car? I like the space. It has a very open space in the middle. That's make you feel very comfortable, especially when you are in mountains and you have bad weather and you don't have to go outside. So inside, it's a very, how can I say, zen living inside. So if you have a young girl and you are in love with her, exactly, like he is. Yes, she's going to be lucky. We are lucky. Either way, we have the car, so she's going to be lucky if she's inside with us here. Wir haben PKWs, aber die sind nicht so groß. Ja, PKWs. Und ich habe gehört, du bist jetzt ganz jung verliebt, habe ich gehört, hat er gesagt. Stimmt nicht. Okay. So, ich lasse euch mal in Ruhe, dann gehen wir mal weiter durch. Ihr könnt euch frei bewegen hier im Auto. Selbstverständlich, ihr seid ja die Kunden. Und wir filmen mal gerade das Auto. Stefan, du siehst das hier sehr schön. Wir haben 7,5 Tonnen. Das heißt, du kannst mit dem B-Führerschein, dem alten B-Führerschein, wie hieß der alte Dreier, kannst du den fahren? Genau, das ist eben das, was der Reiz an dem Fahrzeug ist. Du kannst dann einfach mit dem fahren. Hast ein PKW-Feeling, fährst hier trotzdem 7,5 Tonnen mit dir mit. Ja. Das ist cool. Die ziehen so gut. Es gibt eine Motorleistungssteigerung. Verkaufst du die schon mal? Ich selber verkaufe sie nicht. Ich weiß, wer es macht. Ich empfehle das Ganze auch. Es spart Sprit und es bringt eben einiges an Newtonmeter noch zusätzlich. Das ist bemerkbar. Das ist nicht nur ein bisschen, oder? Ja, 20% an Newtonmeter kommen wir hier. Das ist gerade im Berg hoch, wenn du irgendwie kommst. Und die übernehmen noch eine Garantie, falls es dann doch mal zum Motorplatzer kommt. Ja, dann passiert halt selten, aber passiert. Und dann kann man das Ganze machen. Ich persönlich habe es nicht gemacht, muss ich sagen, weil die Originalgarantie war mir wichtiger und dann ist man halt ein bisschen gemächlicher. Du drückst da und hast den 40-Zoll Fernseher. Das war ein Novum. Ich sag nur, der Dieter hat damit angefangen. Und irgendwann hat der Dieter gesagt, die anderen können es, warum können wir es nicht? Und siehe da, auf einmal war 40 Zoll statt 32 Zoll drin. Ja, schön, ja? Einfach toll. Ganz ehrlich, ich finde ihn auf der Seite besser wie auf der anderen Seite, weil du kannst dich besser lang machen auf der Seite. Es gibt eben noch die Gegenargumente, wenn du eine Barsitzgruppe hast, dann ist er vielleicht auf der Seite schöner, wenn du von der Barsitzgruppe aus guckst, aber da kannst du so viele Argumente für und wider machen. Beides ist okay. Ne? Der Baldachin, das ist ja immer so eine Geschichte. Ja. Die Kollegen, gibt ja viele andere Kollegen in der Luxusklasse, die haben noch einen durchgehenden Baldachin. Hier ist er an der Seite. Trotzdem ist die Lederbespannung, die würdest du schon mitbestellen, oder? Für die schon einfacher vom Handling her, ja. Sollen wir das mal kurz zeigen? Also die Decke ist normalerweise mit Stoffbestand bespannt und das, ja, das ist okay, aber hier die Lederbespannung ist schon sehr edel. Mhm, so zum Reinigen eben deutlich einfacher. Und es fühlt sich einfach auch schöner an. Und die Leute gucken auch immer, weißt du, wenn die so gebrauchte Autos suchen, dann machen die so bestimmte Checklisten, gucken rein, was hat der Wagen jetzt? Hat er Active Air? Hat er Lederbespannung? Damals noch die Automatik, da gab es damals noch das automatisierte Schaltgetriebe, weißt du noch? Irre der Übergang, ja. Ja. Und dann haben alle geguckt, ist da ja nicht mehr das automatisierte Schaltgetriebe drin? Dabei war das gar nicht so schlecht. So schlecht war das auch nicht gewesen. Das hat am Anfang auch mal ein paar Mucken gemacht. Aber ein Wagen, der jetzt mittlerweile 10 Jahre alt ist, der, wenn der funktioniert, dann funktioniert er, ne? Auch hier eine Konfiguration, hier sind 4 Sitzplätze drin. Manche Autos, wie mein Loftliner, hatte nur 3 reinkonfiguriert. Das hat was mit der Zuladung zu tun. Hier sind 4 drin. Mich würde echt mal die Restzuladung interessieren. Aber die Spülmaschine ist drin. Magst du mal zeigen? Denn ich habe fast den gleichen Wagen hier die Tage konfiguriert. Und da waren wir noch bei rund 700 Kilo Restzuladung gewesen. Also es geht schon. Ja. Gastank. Sollen wir mal gucken, ob man einen Gastank hat? Das ist hier auch immer... Das ist für mich zum Beispiel hier oben im Display. Livello. Okay, gucken. Nee, hat keinen. Oder hat einen. Hat einen Gastank. Sieht gut aus. Krass. Ich war nämlich immer nochmal die Leuchtdioden am gucken. Ja, ich habe ja Leuchtdioden. Sag mal, wieso macht Morello keine Ferneinschaltung des Gasabschalters beim Gastank? Das ist eine Geschichte. Kann man die nachrüsten eigentlich? Das kann man nachrüsten. Weil ich bin jedes Mal mit dem Schlüssel am Fummeln, wenn ich aussteige und schalte den Gastank wieder ein von Hand. Und wenn es dann regnet, das nervt mich kolossal. Das kannst du nachrüsten. Ja, das kann man nachrüsten, ja. Ich habe ein anderes Fabrikat, da ist das mit drin. Okay. Da fragt man den Robert, warum das so ist. Muss man fragen, weil der Gastank ist schon geil. Also wenn du 120 Liter Gastank hast, du machst ja um das Thema Gas gar keine Gedanken mehr, oder? Nee. Bei 120 Liter 60 Kilogramm, da bist du ja bei umgerechnet 5 Flaschen.
Also das ist schon gut, ne? Dann das Tanken, du fährst zur LPG ran, das machst du irgendwie jedes fünfte Tanken, ja. Machst du das mal. Also im Winter vielleicht ein bisschen öfter, aber ich komme im Winter 4 Wochen mit dem Gastank hin. Das ist schon gut. Also durchgehende Nutzung. Das ist bei 120 Liter aber gut, ne? Ja, ich weiß, ich bin ja eher so kalte Natur. Thema Kaffeeautomat, ja. Manche, also jetzt gerade Karthago machst du ja auch, die haben natürlich schöne Lösungen, da fährt der automatisch hoch. Das hat hier keiner irgendwie jemals gefragt, oder? Das ist, ich habe noch keine Beschwerde bekommen. Ne? Es gibt mal die Frage, ob man es weglassen kann, weil jemand einen ganz speziellen großen Automat hier irgendwo aufstellen möchte. Ja, dann wird es eben weggelassen dann. Platzwunden gab es hier schon mal hier, wegen dem Halter? Nee. Nee, ist noch keiner draufgefallen, irgendwie nach dem Rotwein. Nee. Das ist so, weil der war damals, also ich weiß, den kannst du optional reinlegen lassen, dann kannst du den hinmachen, wo du willst. Allerdings, dein Tipp ist immer, bitte keine Schrauben ins Auto jagen, wenn du nicht weißt, was dahinter ist, oder? Ja, das ist ein guter Tipp, ja, lass es lieber, ja. Könntest du hier ganz böse Sache machen, ne? Könntest du hier immer schön die Schiebetüre mal festschrauben und dann, ja, hast du also Spaß, ne? Ich halte mal fest, Gastank mit drin, ja. Also die Basics, Solaranlage mit drin, Fernsehgerät mit drin, ein Satellitenreceiver mit drin, das große Garmin mit drin, Active Air mit drin, abnehmbares Lenkrad, das kostet auch ein paar Tage. Also der ist so volle Hütte. Ich guck mal gerade, ja, elektrische Fenster mit drin, Seitenfenster sind elektrisch hier mit drin, Spülmaschine, Waschmaschine, Liegewiese. Fehlt noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Ah, die Regendusche. Mist, ja. Aber dann kommt dein Alibaba-Tipp wieder, ne? Genau, es gibt nämlich... Komm, wir gehen. Ich zeige gerade noch mal ganz kurz hier. Also da ist noch eine Kombi-Mikrowelle-Inverter mit drin. Der Dometic-Kühlschrank jetzt auch immer in einer Kompressorausführung. Eine Hubstützenanlage mit drin, eine Klappensteuerung. Eine Innenbeleuchtung ist natürlich hier rein konfiguriert. Also ich glaube, dass hier stellst du das Machbare dar beim 88 LB. Genau. Aber ganz ehrlich, fast 428.000 stand auf der Uhr, oder? Das ist schon... Ist schon ein bisschen Geld, dafür hast du aber eine Festpreisgarantie. Lieferzeit? Lieferzeit 9 Monate hier. Das ist wie ein Baby. Wie ein Baby, deswegen ist es so, ja. Das heißt, wir sollten das heute mal machen, das Baby, genau. Oder? Dann ist man, ja, schwanger. 428.120 Euro. Sag mal, kann ich noch was gut machen, wenn ich einen Gebrauchten habe? Oder kaufst du keine mehr an im Moment? Natürlich nehmen wir die in Zahlung, ja klar, natürlich. Werde ich denn irgendwie, ich sag mal, kriege ich dann nur die Hälfte von dem, was ich bei Mobile kriege? Oder wie läuft das bei dir? Wenn ihr bewertet, kommt da jemand vom TÜV oder wie läuft das? Ja, der Markt ist ja relativ transparent. Der Markt entscheidet den Preis, aber wir als Händler müssen Gewährleistung geben für ein gebrauchtes Fahrzeug. Entsprechend brauchen wir auch ein bisschen Marge. Und ich glaube, das kann sich jeder ausrechnen, dass wir als Händler da irgendwo so einen 10-15% Abschlag brauchen, damit wir die Fahrzeuge handeln können. Dafür habe ich aber nichts mit dem Fahrzeug mehr am Hut. Das heißt, ich muss keine Gewährleistung leisten. Das ist ja gerade ein Problem, wenn die Dinger noch Mehrwertsteuer haben, hab's in der Firma drin, muss ich sogar noch Gewährleistung leisten. Firma raus, musst du mit Gewährleistung rechnen. Und privat musst du auch aufpassen, welche Verträge du benutzt. Sonst bist du privat eben auch gewährleistungspflichtig. Was krass ist, das Thema Wandlung wird immer stärker. Das heißt also, jemand verkauft ein Fahrzeug und hat auf einmal nach 3 Monaten einen Gerichtstermin. Und der sagt hier, wir haben hier 8 Mängel festgestellt. Du hast Fehler vielleicht beim Vertrag gemacht, dann kannst du das Ding wieder zurücknehmen. So was kann dir privat auch passieren, ja. So, also, beim Händler hast du das Problem nicht. Klar, gibt doch genug, die privat. Was ganz bitter ist, ist natürlich Unterschlagung. Das ist bei dir sogar in der Kundschaft mal passiert. Leute haben Fahrzeugschlüssel genommen, Probefahrt, waren sehr tricky, Auto war weg. Das gibt es immer wieder. Wir haben Glück gehabt, noch nie der Fall gehabt. Bei der Vermietung kann sowas passieren. Habe ich bei einem Video vom Händlerkollegen gesehen, der also wirklich das Fahrzeug irgendwo wiedergefunden hat in Afrika. Die nur durch viel Glück haben sie das denn gefunden mit allem drum und dran. Also bei dir stelle ich das Gebrauchfahrzeug auf den Hof. Du guckst dir das Ding an, machst einen Preis, dann Fahrzeugbrief rüber. Du kannst die Finanzierung nochmal ablösen und dann läuft das Ganze. Kannst du helfen bei der Finanzierung oder ist das nicht mehr so en vogue? Natürlich, klar. Ja, wir sind ja. Geht auch. Wir helfen, wo wir können. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, das Fahrzeug, das bekomme ich demnächst. Guck mal gerade, das hier ist, glaube ich, eine Hexitz-Gruppe. Das Auto hier kriege ich. So, und der ist bereits gebaut. Er steht in Schlüsselfeld und das ist wirklich ein Auto. Da kannst du nichts falsch machen. Es ist nicht der meistverkaufte, ganz klar. Aber es ist der Familiengrundriss schlechthin, oder? Super Wagen für 6 Personen möglich. 9,40 Meter lang. Platz ohne Ende. Irre Zuladung. Ja. Du hast einen Platz allein. Ich zeige euch das mal gerade. Der hat nämlich 2 Heckgaragen. Das stimmt natürlich gar nicht.
Er hat nämlich hier eine Heckgarage, die nicht im Heck ist, die aber so groß ist wie eine Heckgarage. Das ist wirklich ein Raumwunder, diese Garage. Guck mal hier, hier kann man sogar schon Klapp-Elektrobikes reinmachen. Das ist eine Riesengarage, durchgehend bis hinten hin. Die hast du, dann hast du diese Mega-Heckgarage hier mit drin. Die ist wirklich ultra groß und du hast zwei feststehende Betten. Wo hast du das? Bei welchem anderen? Wo nicht drauf? Nee, hast du bei keinem anderen? Bei Alkoven, ja. Geht nur bei Alkoven. Komm, wir machen eine Sekunde. Oder soll man 5 Minuten machen? Hier, nimm hier. Komm, das machen wir gerade noch. Dann haben wir den. Denn das Auto steht fix und fertig gebaut in Schlüsselfeld für mich. Und der wird in 2 Wochen abgeholt. Dann bekommt German Television das neue Auto. Nicht ganz so schön wie der hier, weil wir sind ja immer pragmatisch unterwegs. Und wahrscheinlich keine Beklebung bei dir. Keine Beklebung, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind zusammen mit Stefan Buhr. Du bist von Wohnwagenvogt aus Saarbrücken, das liegt in Deutschland. Viele denken ja, das Saarland seit den 50er Jahren. Nee, Spaß beiseite, Saarland war nicht immer Deutschland. Ja, 57, ne? 58 haben wir dann die Zugehörigkeit gewählt. Hast du gewählt? Hast du dafür gestimmt damals? Ich denke, Oma, Opa war das gewesen. Mein Vater, der ist noch im Saarland geboren. Es war aber noch knapp, muss man sagen. Das Saarland war ein eigenständiges Land, so wie Luxemburg oder so wie Liechtenstein oder die Schweiz. Und hat dann gewotet für die Zusammengehörigkeit mit Deutschland. Das war 1958 und aus dem Land kommen wir ja alle, mehr oder weniger, zumindest mal die Firmen von uns. Und du bist in Saarbrücken, ziehst demnächst um. Vielen Dank fürs Einschalten am Stand von Morelo, 31. August. Tschüss! Ja,